So, hallo Leute. Heute möchte ich mal ein bisschen ein anderes Video machen. In letzter Zeit habe ich ziemlich viel Stress gehabt. Einige haben es mitbekommen, die haben es verfolgt auch auf Instagram. Ich war bei einem Rennen beim River and Mountain Race oder auch RAM genannt. Und da hatte ich relativ wenig Zeit, um eigene Produktionen noch zu machen. Bei diesem Projekt sind wir gesponsert worden. Und wir sind zwar nicht verpflichtet, selbst nochmal ein eigenes Video dazu zu machen, allerdings habe ich da einige Produkte kennengelernt, die ich wirklich pipi-fein finde. Und dieses Video ist unbezahlt und absolut freiwillig, aber ich möchte euch etwas zeigen, was wirklich sehr sinnvoll und hilfreich sein kann. Speziell jetzt, wo der Sommer kommt, wo es immer wieder mehr Problem wird, ein Feuer zu machen, wegen Waldbrandgefahr etc. Beziehungsweise wenn man sowieso verhindern möchte oder vermeiden möchte, ein Feuer machen zu müssen und auch nicht immer schweres Kochgeschirr und Gasbrenner und alles Mögliche mitzuschleppen, möchte ich euch heute eine Alternative zeigen. Ich darf euch vorstellen, das Adventure-Menü. Jetzt werden einige denken, ja, diese Outdoor-Nahrung kennen wir ja alles schon. Und Leute, die mich kennen, wissen, ich bin auch grundsätzlich kein großer Fan davon. Allerdings hat dieser Hersteller ein spezielles System entwickelt, wie man das Gericht kochen kann, ohne Feuer, ohne Gasbrenner, ohne irgendwelche sonstige Hilfsmittel. Und das ist wirklich sehr genial. Das möchte ich euch zeigen, denn ich habe jetzt eh schon ein bisschen einen Hunger. Okay, die Anwendung ist eigentlich sehr simpel. Wir haben hier mal den Aufkochbeutel. Mein Göffel, den habe ich natürlich mitgenommen. So, den stellen wir hier mal bereit. Als nächstes haben wir hier das Heater Pack. Den reißen wir jetzt hier mal vorsichtig auf. So, den Müll nehmen wir natürlich wieder mit. So, diesen Heater Pack legen wir hier rein, einfach rein fallen lassen aus der Verpackung. Darauf achten, dass er möglichst auf dem Boden liegt. Dann haben wir hier eine Kennzeichnungslinie, wo wir das Wasser reinfüllen. Und ihr seht, es kann absolut schmutziges Wasser sein, theoretisch kann man auch Urin verwenden. Das schütten wir jetzt hier einfach drauf. Dann nehmen wir die verschlossene Verpackung, das ist, da brauchen wir sonst nichts mehr machen, die bleibt so wie sie ist. Das stellen wir hier einfach drauf und machen oben zu. Und jetzt warten wir einfach mal, in dem Fall 12 Minuten, Müll mitnehmen. Ihr seht, während das vor sich hin köchelt, kann man in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen. Man muss es auch nicht einmal beaufsichtigen, weil eine Brandgefahr ganz einfach nicht besteht. Es ist Wasser drinnen, es wird zwar kochend heiß, aber nicht so eine Hitze, die irgendetwas anderes zum Brennen anfangen lassen könnte. Für längere Touren ist interessant zu wissen, dass es die Gerichte auch gefriergetrocknet gibt. Somit ultra, ultra, ultra leicht und mit extrem wenig Packmaß. Natürlich muss man hierzu berechnen, dass man Trinkwasser zur Zubereitung braucht. Gut heiß. Bisschen durchmischen. Leider habe ich dazu keinen Produktlink, das heißt, ich verdiene jetzt hier mit dieser Werbung überhaupt nichts. Ich verlinke euch aber den Hersteller gerne unten in der Bio und schaut euch das gerne einfach mal an. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Ich bin jetzt satt und gehe heim.